Okay, das ist echt be das ist echt bescheuert. Gorn muss die tanken. Oder ich mach's jetzt einfach so, dann ist es nämlich legit. Dass ich jetzt einen Trank der Geschwindigkeit reinpfeife und dann ist der Sprint auch legit im Kampf. Weil ich will jetzt nicht sprinten, ohne dass ich es eigentlich dürfte. So, du bist gefährlich, du machst den meisten Schaden. Feigling, komm! Oh Gott. Trifft er mich hier? Nein. Das ist gut. Die anderen sind runtergefallen. Gorn, hast du den gerade von da hinten aus erstochen? Das wird dir noch lang. Ist das denn ernst? Nein, Gorn, halt! Das ist lustig, das muss man sich nur mal angucken. Oh. Das Lustige ist, ich glaube, tatsächlich, Gorn könnte sogar... Wenn er, auch wenn er nicht unsterblich wäre, diese Mine alleine aufräumen, weil dieser Typ ist einfach ein Monster. Der Spinnentrank ist weg. Fuck. No. Da muss ich wieder einen Spinnentrank reinpfeifen, sonst geht's nicht. Aber dafür sind sie da. Ne? Gardistenboy. Achso, jetzt backen sie ja wieder. Da fühle ich mich immer ein bisschen unwohl dabei, diese Situation auszunutzen, muss ich sagen. Fühlt sich ein bisschen an wie Cheaten. Aber gut, ich kann ja auch nichts dafür, wenn ich den Kampf halt nicht schaffe und dann laden muss. Was soll ich machen? 10 Minuten vorher einen Speicher laden. Gut, ich könnte natürlich alternativ im Kampf nicht speichern. So, wie schaut's aus, Gorn? Bist du mal dabei oder magst du da unten bleiben? Ich komm mal runter. Dann kann ich dir ja mal hochhelfen. Komm ich da auch weiter rein oder ist es getrennt? Mach's kaputt. Mach's schneller kaputt. Danke. Muss ich jetzt nicht die Waffe ziehen. Ich mach's nur hell, okay? Da, mach's kaputt. Erweis dich als nützlich, Gorn. Ich möchte, danke. Konnte gerade nicht looten. Weiter geht's. Ja, bevor du jetzt da runterspringst, weil du ein Depp bist, gehen wir lieber wieder oben lang. Oh, ich dachte jetzt gerade, dass der vielleicht runterspringt. Ja komm, Gorn. Ja fein machst du das. Ja komm. Schauen wir mal, ob er in der Lage dazu ist, die Leiter zu verwenden. Es gäbe theoretisch sogar zwei. Er könnte einfach die andere Leiter nehmen. Also, Gorn, schau. So geht das. Du machst so. Ein Schritt nach dem anderen. Siehst du das? Siehst du? Okay, jetzt probierst du. Ich sagte, jetzt probierst du. Ich sagte, jetzt probierst du. Ich glaube, er verhält sich gerade wie eine Fliege. Oder eine Mücke bei Licht. Ach, doch nicht. Er umkreist die Leiter nicht. Lustig wäre es, wenn er es einfach wieder runterfällt. Nein, es wäre eigentlich nicht lustig. Eigentlich könnte ich die Mine auch ohne ihn machen, aber... Komm. Ich soll die Mine mit ihm zusammen machen, also schaue ich, dass ich ihn auf mitschleife. Das ist lustig, wie die erst zu einem hinlaufen. Oh no. Alter, wie ich da jetzt durchgeglitscht bin. Ah. Naja, vielleicht regelt Gorn oben ja. Gut. Ich werde von oben beschossen. Hört auf, euch zu verbünden gegen mich.
Oh, triffst du mich nicht? I'm too fast. My name is Barry Allen. Oh, Windbrecher. Special Bow. Ich habe jetzt nur ein bisschen Kopfschmerzen bei dem Gedanken, da jetzt hochzuklettern und währenddessen beschossen zu werden. Ja, das gefällt mir gar nicht. Hörst du mich hier? Er kann doch die Leiter durchschießen. Das ist frech. Ich glaube, Gorn hat ihn jetzt. Renn heim zu Mutti. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh. Okay, bye. Also ich glaube, der runtergefallen ist, ist tot. Ich habe ein Oh gehört. Wo zum Teufel ist eigentlich Gorn? Also er ist ja nicht mal unten. Das ist das, was mich verwirrt. Ich hätte jetzt erwartet, dass er vielleicht runtergefallen ist, aber er ist halt nicht mal unten. Warte mal, ich könnte ja eigentlich... Komm, wozu habe ich Magie gelernt? Da. Keine Zeit. Was? Keine Zeit? Der hat ja oben gerade gesagt, dass er keine Zeit hat. Gorn, wo bist du? Hey. Kommt man nicht drauf, aber da ist auch nichts. Also ich bin gerade echt neugierig, wo Gorn ist. Weil er muss ja letztendlich irgendwo hier sein. Vielleicht ist er da runtergefallen. Dieser eine Schlitz da ist echt böse. Oder ist er hierher zurückgelaufen und wieder hier runtergefallen? Gorn. Das Ding ist, wenn er sich zu weit weg entfernt, dann despawnt er ja eh und ist dann wo ganz anders. Also da, wo der letzte Punkt, an dem ich mit ihm hinlaufen würde. Oder er ist wieder hier. Das könnte ich mir auch vorstellen. Das könnte ich eigentlich mal machen kurz. Wenn ich raus und wieder reingehe, müsste er eigentlich wieder hier sein. Immer wieder sagen, ich finde dieses Runensystem so cool. Auch was die sich teilweise für Magie ausgedacht haben. Hier einfach diese Lichtzauber. Dass du hast halt nicht die Möglichkeit zu kämpfen und eine Fackel gleichzeitig zu tragen. Lichtzauber, der über dir rumschwebt. Easy. So einfach und trotzdem so cool. Was wäre denn eigentlich, wenn ich dich mit zu diesem Ork hier in der Mine nehme? Würdest du den verprügeln? Ich meine, das wäre ein endloser Kampf. Ich glaube, wir sind beide unsterblich. Okay, ja. Er verwendet halt auch einfach nicht die Leiter. Wetten, du fällst gleich einfach runter, sobald ich unten bin? Da unten sind schon on fire. Wahrscheinlich sehe ich jetzt gleich irgendwo Gorn im Blickwinkel einfach nur runterfallen. Ich habe aber auch gerade nicht verstanden, wieso ich mehr Schläge gebraucht habe. Der eine stirbt einfach 1000 Mal neben mir. Den Gardisten kann ich nicht anvisieren. Doch nicht schon tot sein, oder hat Gorn den von oben erstochen und ich hab's nicht mitbekommen?
Gorn hat den wohl von oben erstochen, weil anvisieren kann ich ihn. Den kann ich nicht erstechen. Ich hab's probiert, deswegen. Warte, jetzt bis er aufsteht und mach so. Aber anscheinend gibt's den Bug auch gar nicht mehr. Vermutlich wurde der mit dem Community-Patch entfernt oder so. Weil damals war es so, das hatte ich sicher auch schon mal erzählt, wenn du die bewusstlos geschlagen hast, das ist übrigens, glaube ich, der Trank für Tarok hier. Wenn ich mich nicht irre. Oder nee, war ein Trank der Schnelligkeit, okay. Genau, du schlägst die bewusstlos, kriegst EP. Und aus irgendeinem Grund, wenn die dann aufgestanden sind und sie halt einfach wieder ganz normal waren, wie jetzt der auch, wenn er nicht schon böse wäre, dann hast du die mit dem Bogen nochmal machen können, töten können. Gehen wir nochmal kurz hoch, vielleicht ist er oben. Und hast nochmal EP bekommen. Nochmal genau dieselbe Menge. Aber das war im 2er auch schon standardmäßig nicht mehr drin. Oh, jetzt ist er runtergefallen, glaube ich. Ja, geh du mal vor, dass sie auf dich schießen. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. Los. Lauf, du Irrer. Ich und der Gorn sind schon so ein Duo. Wir können beide nur draufhauen. Oh, benutzt die Leiter, Leute. Also, das sind ja Advanced Techniques hier. Benutzt die Leiter auch? Nein. Endboss. Pfosten. Oh. Naja, ist er da unten. Ich weiß, wo er ist. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Oh, er hat ihn nicht erstochen. Irgendwie tötet er da unten nichts. Er müsste ja eigentlich runtergefallen sein, wo die anderen sind. Aber irgendwie tötet er nichts. No. Hi. Weil er einfach stehen geblieben ist. Er ist ein T-Rex. Wenn ich stehen bleibe, sieht er mich nicht. Ist der andere jetzt auch tot? Nein. Mir hatte ich nämlich das Geräusch, aber nicht die Animation. Okay, jetzt bringt er anscheinend irgendwas um. Okay, da ist ein Butler, der wegrennt. Da drüben sind tatsächlich sogar Schatten. Die werden aber auch wegrennen von mir. Hallo? Okay. Der ist einfach vor Angst erstarrt, im wahrsten Sinne. Ah, da oben ist er gerade. Schau mal einer an. Er hat es geschafft, die Leiter da hoch zu verwenden, aber anscheinend sind danach alle seine Gehirnzellen verbraucht worden. Das sind wie Aktionspunkte in so einem Rollenspiel. Nur sind es bei ihm Hirnpunkte und die können immer nur für ganz wenige Sachen verwendet werden. Alter Richter, was ist das denn für eine Waffe? Alter Richter. Ist das ein Bogen oder eine Armbrust vielleicht? Ich finde es nämlich gerade auch gar nicht. Ein grobes Schwert wird es nicht sein. Gott, muss ich weiter scrollen. Okay, ich find's gar nicht. Ah, da. Eine Axt. 69 Schaden, 40 Stärke. Also ihr seid jetzt aber auch lustige Kumpadres, oder? Hört auf, wegzulaufen. Gone. Achso, ihr beide kämpft miteinander, ja? Kann es sein? Oh, ich sehe schon wieder mein Inneres. Kann es sein, dass ihr beide da oben gegeneinander kämpft? Ein epischer Kampf. Zwischen einem Gardisten und einem Söldner.
Beide Lager prallen aufeinander. Oder eben auch nicht. Was denkt ihr, wie lange könnte man das beobachten? Vor allem der oben hat ja noch nie mal seine Waffe gezogen. Der ist immer noch... Gorn zuckt manchmal. Also der will manchmal, glaube ich, sein Behavior ändern, aber er kann halt nicht. Leute, ich habe keinen Bock mehr auf die Kacke. Gegessen. So, ich guck mal, wenn ich den Gardisten oben töte, ob Gorn sich dann irgendwie aus seinem... Oh. Ich glaube, ich habe mich gerade zu weit weg von Gorn bewegt, weswegen er jetzt weg ist. Ja, das ist mega super klasse. Vor allem, ich find's gut, wie der oben noch sagt, renn heim zu deiner Mutti. Jetzt wieder zum Anfang der Mine. Könnte ich bitte meine Waffe ziehen? Ah, ihr kommt hier eh nicht runter. Ihr seid hier oben mit mir gefangen. Entschuldigung. Entschuldigung. Das kann ich so nicht akzeptieren. Okay, der hat es tatsächlich geschafft. Aber sein Kumpel Stan ist noch hier oben. Da steht er. Ich könnte die Butler ja nichts dafür geben. Schon wieder auf dem Weg zurück. Ich glaube noch nicht. Yes, Johnny! Hat er tatsächlich geschafft, die Leiter da nach oben zu verwenden? Oh, jetzt habe ich die Dose gerade. Dong! Maybe. Okay, ich gehe da jetzt aber nicht hoch und hol Gorn. Das ist... Da ist er! Dieser Hund! Komm sofort her! Der Typ ist genial! Der Hund, der... Ich hätte ihn jetzt... Ich wäre jetzt tatsächlich weitergelaufen, wäre er da oben einfach geblieben. Ey, der hat gerade... gegen mich Schach gespielt und ich war noch nicht mal da. Er hat mich outplayed. Hallo. Da hinten ist Tarok. Ich glaube, den Namen hat man vorher noch gar nicht gehört, ne? Lustigerweise ist er ja in Odyssee mit drin. Die haben tatsächlich an den gedacht, das Odyssey-Mod-Team. Was cool ist. Göttergabe. Okay, hier liegt einfach ein Buch. Göttergabe. Let's read. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es dieses Buch hier war. Es heißt hier aber anders, die Gabe der Götter. Dann habe ich es aber auch schon gelesen. Oder? Es gibt hier keine, die Göttergabe heißt. Kein Buch. Das war schon, das hieß nur anders im Inventar. Ja.
Ist das der Trank? Trank der schnellen Heilung. Nee, ist es nicht. Lustigerweise ist das aber der einzige Trank seiner Art, den es in diesem Spiel gibt. Aber es ist nicht der, den der Ork gleich haben möchte. Altes Schwert, Fackel. Was haben wir hier? Ah, da bin ich auf der anderen Seite, okay. Ich bin gleich bei dir, Tarok. Kleinen Moment. Heißt hier sogar noch Orks, glaube ich. Tarok brauchen Hilfe! Tarok verletzt! Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Rote Soldaten töten alles. Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Gachlug. Bitte helfen! Tarok verletzt! Gachlug ist Minecrawler. Was bedeutet Gachlug? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Gachlug gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten. Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak gelaufen weg, seien viele Winter her. Woher willst du wissen, dass es viele Winter her ist? Tarok sehr schwach. Hier gibt es keinen Winter. Tarok ohne Medizin sterben. Fremder bringen Medizin. Dann Tarok helfen. Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok sonst sterben. Was für Medizin? Gachlug mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Hier, ich habe deine Medizin gefunden. Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut. Tarok schulden Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Oh, yeah. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dvachkar und Orkantak. Fremder bringen dann Tarok machen Ulumulu. Was ist denn Krotak? Sein Flammenzunge. Sein Zunge von Feuerechse. Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimat leben. Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Dvachkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Wo finde ich Sumpfhaie? Viele Sumpfhaie bei Lager von Menschen. Lager in Sumpf natürlich. Macht Sinn. Was ist ein Orkantak? Tauer von oder? Großes ja. Troll. Machen großes Löcher in Beute. Großes Löcher. Wo finde ich einen Troll? Troll leben in Bergen. Troll lieben viel Platz. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen auf Faust von Troll. Faust treffen, dann Fremder fallen von Berg runter. Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Da, der Trank der schnellen Heilung, den habe ich noch. Wahrscheinlich war das, was ich vorhin gefunden habe, wirklich schon die Medizin. Es ist bloß hier nicht unter Tränke gewesen. Der sieht halt aus wie ein Trank der Geschwindigkeit. So. Was ist das für ein Trank? Ah, nochmal ein Trank der schnellen Heilung. Okay, dann gibt es sogar zwei davon. Habe ich nichts gesagt. Okidoki. So, schauen wir mal, dass wir hier runterkommen und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Sklavenbrot. Das habe ich am liebsten. Komm her.
So. Dann gehen wir mal wieder raus hier. Anscheinend habe ich aber noch nichts davon. Kann es sein, dass ich jetzt auch automatisch gelernt habe, das auszunehmen? Beförderung zum Gardisten. Wenn ich die Eier zurückgebracht habe, sollte ich mich mal mit Torus reden. Ist lustig, dass das bei allgemeinen Infos drin ist. Gescheiterte Mission. Xardas, der Dämonenbeschwörer. Der Dämonenbeschwörer. Wieso ist sie gescheitert? Okay. Manchmal stehen da übrigens, selbst wenn sie erfüllt sind, noch lustige Sachen drin, ne? Baluko die Spruchhülle übersetzen. Es handelt sich um einen Teleportationszauber, der wohl nur über sehr kurze Distanzen wirkt. Bla bla bla. Ich habe Koranga vor den Ereignissen im Orkfriedhof berichtet. Er war sehr bestürzt und setzt nun seine ganze Hoffnung in Iberium. Da stehen manchmal halt noch lustige Sachen drin. Es sind ja Notizen vom Helden selbst. Lustig, dass die Entwickler das überhaupt daran gedacht haben, das noch einzubauen, weil ich glaube, keiner guckt bei den erfüllten Missionen nochmal ins Tagebuch. Oder nahezu fast keiner. Oh Mann, das war ein wirklich beinharter Kampf. Hätte nicht gedacht, dass Gomez Gardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Ich glaube, für dich war der härteste Kampf, alleine aus der Mine wieder rauszufinden. Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Lee die Verstärkung hier hochschickt. Solange werde ich es mir hier gemütlich machen. Wenn du das sagst. Bis später. Bis später. So, Teleportwassermagie. Gut, dass du uns beigetreten bist. Mhm. Ich bin verletzt. Kannst du mich heilen? Oh, ist das laut! Lasse diesen. Was? Ich kann dich nicht hören. Zeig. Oh, er hat zwei Laborflaschen, aber die lasse ich ihm. Was ist mit dir? Wenn du verletzt bist, ja, sag mal, bist du alleine? Willst du mit jemandem reden, Riordan? Soll ich dir wen schicken? Kann ich jetzt Lee sagen, dass die Mine befreit ist? Wahrscheinlich juckt sie nicht, aber... Also, im Sinne von, dass ich nicht mit ihm darüber reden kann. Du, ich muss dir wohl auf die Flossen hauen. Oh. Das ist das, was ich schon mal erwähnt hatte. Langweiliger Kampf. Nichts sehen, nichts hören, nichts reden. Das ist das, was ich schon mal erwähnt hatte. Wenn du die Waffen bei denen trägst, dann gibt's Aua Aua. Deswegen gibt's im Zweier, glaube ich, auch keine einzige Named Weapon mehr. Also von irgendjemandem. Also im Sinne von Lord Hagen, Garond oder Laris. Das wird dir noch sehr leid tun. Hallo. Ach, du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf, aber jetzt ist gut. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Die Bedrohung dürfte beendet sein. Du hast viel für unser Lager getan. Männer wie dich kann ich gebrauchen. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Einen Moment noch. Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Ich danke dir. Wir sehen uns. Okay. Ich glaube, er wurde kurz von Koranga besessen. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Sie sind so weit. Kann ich da mal vorbei? Ich frag mich gerade. Ich frag mich gerade, ob das etwas ist, das ich von Koranga hätte bekommen sollen, dass die Voiceline bei ihm falsch ist. Oder der wurde halt... Wahrscheinlich ist es derselbe Sprecher, der halt nur sehr... mit sehr verstellter Stimme redet. Und deswegen hat er Lee dann halt aus Versehen so vertont. Wie Koranga. Manche lernen eben gar nichts dazu. Wahrscheinlich hast du recht. Das passiert mir nicht nochmal. Ich
Ich habe jede Menge dieser Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Fantastisch. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Wie lange wirst du dafür brauchen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Es ist eine komplette Neuentwicklung, Mann. Schau einfach ab und zu bei mir rein, wenn du in der Nähe bist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine fixe Anzahl an Tagen braucht oder ob das halt einfach irgendwann fertig ist. So zum Beispiel nächstes Kapitel oder so. Wobei das an irgendeinem Punkt halt keinen Sinn mehr macht. Ich weiß gar nicht, ob die stärker ist als die Wassermagierrobe, die hohe. Wie weit bist du mit der Rüstung? Dauert noch, Mann. Diese Platten sind verdammt harter Tobak. Gib mir noch etwas Zeit. Später wieder bei ihm. Ja, komm, ich lasse es jetzt erstmal. Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Erstmal abwarten. Sodale. Dann begeben wir uns jetzt zu dem Troll, der ist am nächsten. Zu meiner jetzigen Position. Ich überlege gerade. Danach könnte ich die Feuerwarane machen. Und Schattenläufer muss ich halt schauen, ob ich nochmal einem begegne. Das Ding ist ja, extra für diese Mission, falls man so ein Trottel ist wie ich und alles umbringt, extra für diese Mission spawnen ja neue Gegner. Dass du diese Ressourcen, die du benötigst, auch tatsächlich bekommst. Nochmal. So, ich gehe jetzt nicht außen rum, ich schwimme jetzt schnell hier durch. Oder ich laufe sogar hier durch. Nice. Was waren eigentlich das letzte Chromanin? Da müsste ich nochmal nachlesen, das weiß ich gar nicht mehr. Nummer 4. Ich frage mich langsam, warum ich... Vergessen sind die Taten jener, die sich einst an Bord befanden. Ah, ja. Passt. Das ist, glaube ich, da, wo ich jetzt auch die Feuerwarane töten werde. So, wenn ich mich richtig erinnere, ist jetzt hier ein Troll gespawnt. Ja. Auf zu meckern. Ich kann nicht anvisieren. Entschuldigung. Mr. Troll. Er trollt mich. Im wahrsten Sinne. Trollfeld, Trollhauer. Nice. The Old Mine. Trank ist weg. Das ist jetzt ein bisschen ein weiterer Weg. Ich glaube, ich cutte das mal raus. Ich habe auf dem Weg ein paar Scavenger und Warane getötet. Ich bitte dies zu entschuldigen, aber die waren direkt in my face. Da musste ich es einfach tun. Aber hier sind wir. Da ist nämlich der Turm, wo ich das Chromanin gefunden habe. Da links ist die Kirche, die alte. Oder das Kloster. Und hier unten sind nämlich die Warane. Und das Schiff, wo ich das nächste Chromanin vermute. Ich werde allerdings kurz mal mein Leben voll machen. Ich denke, das ist ein blöden Trank der schnellen Heilung. Oh, ist tatsächlich eine schnelle Heilung. Aber 30, ist halt nix. So, wie viel Schaden mache ich euch? Easy. So, Flammenzunge habe ich nun auch. Ja, da liegt das Chromanin schon. Da sind noch mehr Warane. Ich konnte nicht zuschlagen, der hat mich gerade gestaggert.
Das hätte nach hinten losgehen können. So, ist hier noch was an Loot? Nein. Ich würde sagen, nein. Ja, nein. So, dann Chromanin 5. Ich habe das Buch gefunden. Doch soll ich nicht alleine diesen Weg beschreiten? Diese Ehre sei mir vergönnt. Ich muss mich fügen und die Kraft, die in mir wohnt, muss ich teilen mit den Würdigen, die da kommen werden. Mich zu finden, hoffentlich kommen sie bald. Dort, wo alles begann, sollst du mich finden. Das ist ja dann theoretisch wieder hier im Turm. Da müsste dann jetzt eigentlich sein. Finde ich so cool, dass sie sowas ins Spiel eingebaut haben. Das Chromanin. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber ich finde es nice. In Gothic 3? Ich weiß nicht, ob das durch den Community-Patch kam. Ich glaube schon. Wurde ja sowas Ähnliches eingefügt. Allerdings heißt das da, glaube ich, der letzte Guru oder irgendwie sowas. Und ich glaube, das kam eben durch den Community-Patch. Irgendwie war hier gerade kurzzeitig eine gruselige Geräuschkulisse. Es wäre irgendwas neben mir. Ah. Ah. Okay, ich musste links lang. Na gut. Hier lang, ne?